Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zurück zum Weg zum Erfolg, Teil Nummer 6. Und das heißt für euch Mädels wieder, packt die Hupen auf den Tisch, denn richtig, es wird wieder sexy. Und richtig sexy wird es hier mit den Packs, die wir ziehen. Wir haben ja noch ein paar Coins über, hier 43.000 gehabt. Und ziehen mal hier Kuschak, silbernes Pack mit drei, ja, seltenen Sachen drin. Da haben wir den Trainer und das Leeds United-Wappen, das wir später noch verkaufen werden. Zu den Spielern. Ja, Kuschak haben wir erstmal behalten. Eigentlich haben wir alles erstmal behalten. Denn am Anfang wollten wir hier noch nicht alles mal direkt auf den Markt setzen und mal schauen, ob wie sich die Sachen da noch entwickeln. Weil die meisten silbernen Spieler waren eigentlich noch nichts wert. Und da ziehen wir das nächste Pack und dann ist der drin. Altidor, Jersey Altidor, der erste Inform überhaupt, den ich gezogen habe. Krasse Sache. Habe ich mich ein bisschen gefreut, muss ich ehrlich sagen. Aber ist leider nicht extrem viel wert. Mussten wir natürlich sofort erstmal nachschauen, was der denn da kostet. Wie gesagt, die Spiele sind alle gespielt im Early Release. Also bevor das Spiel dann wirklich offiziell rauskam. Und ja, Jersey Altidor leider nur um die 10-12k wert. Gab es viele zum Sofortkaufpreis, also nicht über dem Abstoßwert. Den haben wir dann aber auch direkt mal draufgestellt für 11 und 14,5. Und die anderen Sachen, die wir noch nicht verkauft hatten, haben wir auch wieder auf den Tauschhalter gepackt. Und öffnen nochmal ein weiteres Pack, denn wir haben es ja mal wieder ein Goldpack. Muss sein, 7.500 Münzen, nachdem wir Altidor gezogen haben. Ziehen wir jetzt und frei! Ja, Alex Frey, Weltklasse. Craig Bellamy ist eigentlich ein guter Zocker. Behalten wir auf jeden Fall erstmal. Olic, joa, für den Anfang nicht verkehrt. Aber sonst war es jetzt kein überragendes Pack. Die Verträge und so, die behalten wir natürlich. Die Attributskarten behalten wir am Anfang auch erstmal. Und schauen mal weiter ins nächste, beziehungsweise ins erste Spielchen von dieser Folge. Und ihr wisst ja, dass das das Entscheidungsspiel ist. Das ist das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Und Mr. Righty FC kommt irgendwie nicht aus den Pötten. Doch. Er will doch auch zocken. Ich zocke mit meinem richtig schäbigen, roten, rot-gelben Trikot. Und gegen diese Mannschaft hier. Das ist so ein Mix aus Brasilianern und da oben Nigerianer Obafemi Martins. Warum er da dann Martins reingeholt hat, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja gut, das war auf jeden Fall seine erste Chance hier mit Martins. Jetzt kann man es doch verstehen, dass er ihn reingeholt hat. David Luiz, die kommende Ecke. Oh, und er führt 1-0 in der 26. Minute. Ja, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann haben wir auch nicht die Meisterschaft. Sind zwar aufgestiegen, aber es wäre trotzdem eine Enttäuschung. Und dem wollen wir doch entgegenwirken. Da ist Lecky auf Sundi. Sundi, yes! Drin, das Ding. So muss das sein im direkten Gegenschlag. Also er macht das 1-1. Nächster Angriff und direkt das 1-1. Er macht das 1-0, habe ich gerade gesagt. 1-1? Er macht das 1-0. So. Auf jeden Fall ging es weiter. Da Weltklasse Abwurf von mir. Ja, dann lasse ich mich ein bisschen natzen. Und Obafemi Martins trifft zum 2-1 und macht den Fisch für uns. Verdammte Axt. Ja, und es ging munter weiter. Ich sag da nichts mehr zu. Ich mach's ja auch selber, aber meine Güte. Ja, dann macht er diesen Riesenfehler hier. Lecky! Yes, baby! 3-2 wieder dran. 76. Das können wir nochmal reißen hier. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Gas geben und das taten wir dann auch. Da ist Azuak, Alter! Elva! Yes! Das gibt einen Elfer, aber auch zu Recht, da holst er mich um. Und wer verwandelt den? Kein anderer als Thomas Bröker natürlich. Bröki am Ball hier. Guckt. Und der Torwart stand schon in der richtigen Ecke, aber springt noch rüber. Tja, und somit steht es dann 3-3 in der 82. durch Thomas Bröker. Und dann haben wir noch diese Aktion hier. 85. Bröker. Bröker! Alter. Oh, den hätte er auch mal machen können. Ja, und, wow. Abwurf von mir, Chauner, auf Lecky. Der wird dann nochmal
gefoult und dann, alter Schwede, habt ihr diesen Pass gesehen? Was macht er denn da hinten? Ja, gut. Lecky ist durch. Lecky macht ihn rein. Yes! 4:3. Das ist der Sieg, Freundchen. Das muss er sein. 4:3 in der 90. Minute. Das war schon die Nachspielzeit. Eigentlich aus dem Angriff von ihm heraus. Durch den krassen Konter, dieser lange Throughball, sag ich mal. Der Steilpass. Richtig krasses Ding, dass das da noch reingegangen ist. Ja, und das ist es dann auch. Das ist der Sieg und das ist der Ligatitel. Endlich! 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 Wir sind aufgestiegen und bekommen noch eine Menge Bonus-Coins. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Und ja, das war's auf jeden Fall schon wieder von dieser Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und wenn es das nächste Mal heißt, Weg zum Erfolg. Das war's von mir. Macht's gut, haut rein, ciao mit V und Mädels, Hupen vom Tisch, schön warm einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüssi! Da ist Rahman. Rahman? Rahman? Ja, so einfach ist es. Schieß! Nein! Mach ihn! Yes! Rahman im direkten Gegenzug.